Also. Ist das gut? Das Licht ist, ne? Licht ist, wie Licht heute nun mal ist. Kann ich nicht ändern. Oh, ganz ruhig, Jessie, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer tief durchatmen. Mach gar nicht so viel rum, Jessie. Es wird lang genug werden, das Video. Haare? Naja, wie es halt so, ne? Hausfrauen Sonderklasse. Okay. Hallihallo, meine Lieben. Oh mein Gott, es ist wieder soweit. Es ist Sensi Time. Ja, meine Wolfbox. Oh Gott, meine Wolfbox ist hier. Ich habe nur gehört, wo habe ich denn das gehört? Ich glaube, bei der lieben Eva in der Gruppe. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe nur gehört, sie soll mega sein, ne? Und ja, das hilft einem nicht gerade, ne? Das hilft einem nicht gerade, wenn die Sensi-Päckchen hier stehen und man weiß, sie ist mega und man darf nicht reingucken, ne? Es ist schon schwierig. Deswegen nutze ich dieses ganz, ganz kurze Zeitfenster, um dieses Video für euch abzudrehen, weil ich muss in meine Box gucken. Ich muss in diese Box gucken, sonst werde ich wahnsinnig. Sonst drehe ich euch hier ab. Und, also, Wolfbox, All is Well, heißt hier so, diese Spa Collection. Hab ich nicht geschaut. Die hat meinen Namen ganz laut geschrien. Ne? Die hat meinen Namen ganz, ganz laut geschrieben, weil ich liebe ja so Wellness- und Spa-Düfte. Ne? Oh mein Gott, ne? Sie ist auch hier. Dann habe ich ein paar Disney-Düfte, altbekanntes und auch neue. Ein bisschen Random-Gedöne, was ich mir noch so mitbestellt habe, weil ich nicht anders konnte. Ja, und dann, ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Schimpft nicht mit mir, ne? Schimpft nicht. Ich habe bei der Schatztruhe bestellt, ne? Die hatten ja jetzt Auffüllung und ich bin ganz, ganz schwach geworden. Ich bin schrecklich schwach geworden. Aber zu meiner Verteidigung, die hatten ganz, ganz viele oder haben auch immer noch, woher ich das weiß, weil ich von gestern nochmal bestellt nochmal bestellt habe. Aber das ist nicht für mich gewesen, ne? Das ist nicht für mich gewesen, weil ich habe das Paket hier ausgepackt. Meine Mama hat das gesehen und hat gleich ganz laut geschrien: Oh mein Gott, das ist ja das perfekte Geschenk oder die perfekten Geschenke zu Ostern für die Erzieherinnen vom kleinen Räuber. Ne? Klar ist Ostern, da kriegen sie natürlich was, ne? Wenn sie sich immer so lieb um meinen kleinen süßen Mausebären kümmern. Und jedenfalls habe ich jetzt nochmal für jede, er hat drei Erzieherinnen, nochmal eine Pink Cotton Handseife bestellt. Weil, ja, Pink Cotton ist geil, ne? Jeder liebt Pink Cotton und ich finde diese Handseifen doch so schön und die sehen hübsch aus. Da kommt noch ein bisschen Ostergedöne dran und dann perfektes Geschenk, ne? Also, es war jetzt nicht, also, okay, es sind vielleicht auch noch ein ganz klitzekleines Zuckerpeeling und dann habe ich gesehen, dass Schimmerhandseifen auch da sind. Die waren irgendwie nicht da, als ich bestellt habe. Die müssen sie, keine Ahnung, wieder reinbekommen haben oder ich war so aufgeregt, dass ich sie übersehen habe. Jedenfalls kommt es ja. Also, ein, zwei Sachen sind auch noch für mich, aber eigentlich die Geschenke, ne? Ja, wie dem auch sei, ne? Wie dem auch sei. Ich habe auch in der Schatztruhe bestellt. Noch ein paar andere Sachen, die zeige ich schon nachher. Ne? Die zeige ich schon nachher, nur um mich schon mal vorab zu rechtfertigen. Ne? Oder was heißt zu rechtfertigen? So von mir das Ganze. Ich weiß, ist ja mein Geld. Ne? Ist ja mein Geld. Das kann ich ja ausgeben, für was ich will. So, ihr Lieben, wir fangen wie immer an mit der Wurfbox und dann arbeiten wir uns so durch, wie ich euch es gerade beschrieben habe. Weil ich denke, das ist so, ne? Für alle so am interessantesten, da können diejenigen, die denken, oh nein, jetzt habe ich genug, ne? Jetzt habe ich genug, Jessie, du quatschst ja auch mal eine ganze Menge, jetzt schalte ich mal ab, ne? Obwohl es natürlich, man kann nie wissen. Man kann nie wissen, ich würde euch raten, bis zum Ende dran zu bleiben. Obwohl, kann ich euch noch nicht raten, weil ich weiß ja nicht, vielleicht wird das Video zum Ende noch total langweilig. Ich habe es noch nicht gedreht, ne? Ich kann euch jetzt noch keine Empfehlung geben. Ich schreibe es euch in die Infobox, ob es sich gelohnt hat, okay? Wenn ich dran denke. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Was trinke ich eigentlich gerade für einen Tee? Für den es interessiert, den DM Bio-Tee, Guten Abend-Tee. Der ist mit Lavendel, der ist echt lecker. Den gibt es auch als Zitronen, als Morgenvariante mit Zitronenmelisse, auch sehr lecker. Mag ich gerne. Letztes Mal habe ich mich ewig über Ingwertee ausgelassen und heute lasse ich mich über eine andere Teesorte. Ich mag aber Tee gerne. Ich mag Tee gerne. Trinke ich momentan. Also, ich kann nicht den ganzen Tag nur Kaffee trinken, ne? Ein bis zwei Tassen. Eigentlich eine zu besonderen Anlässen zwei. Und da muss ich ja auch irgendwas über den Tag verteilt trinken, ne? Kann man ja auch nicht nur Süßgeraffel trinken. Da trinke ich ja schon am Abend. Also, wenn mir jetzt nicht in der Story folgt. Wenn mir in der Story folgt, also auf Insta folgt, der kennt das aus meinen Stories. Also, muss ich ja irgendwas zwischendurch trinken, ne? Und Wasser ist mir noch zu kalt für Wasser. Der ist mir noch zu schokrig für Wasser. Der wird mir immer so frisch. Deswegen ist jetzt hier gerade, ne, immer noch Tee angesagt bei mir.
Und der ist gut, ne? Und ich muss ja, muss mich ja hier, ne, schonen. Fangen wir jetzt aber gar nicht an, ne? Sonst, wenn ich da jetzt noch mit anfange, dann kommen wir hier nie zu irgendwas. Und wir wollen uns ja Sassy angucken. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, ne? Ich habe auch noch an nichts geschnüffelt, weil ist ja noch überall die Folie drauf. Und wir reißen ja, ne, traditionell immer zusammen die Folie ab, ne? Was ich nicht alles für euch tue, meine Liebe. Es ist nicht so einfach. So, also, das ist die Wiffbox vom März. Da auf diesem kleinen Stickerchen steht das immer drauf, nur für diejenigen, so wie ich. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, wer weiß ich, in welche Box das jetzt ist. Steht drauf. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Wisst ihr Bescheid. So, wir öffnen sie wieder. Oh, sie ist groß und sie ist schwer. Mal sehen, oder? Ist schon mal sehr gut. Die letzte Box war ja auch geil, ne? Also die letzte Box hat mir richtig, also die Januar-Box, dieses Wäsche-Bundle-Gedöne, ne? So fresh and clean ins neue Jahr, fand ich super. Und letztes Mal mit der Duftlampe und auch die Düfte, die dabei waren, fand ich auch eine ganz tolle Box. Ich bin gespannt, was jetzt im März dran ist. Wir öffnen sie gemeinsam. Tadaratat! Ferdinand guckt mich. Ferdinand liegt da auf dem Sofa und guckt mich an. Was treibst du? Was zur Hölle treibst du? Aber er ist Kummer gewohnt, ne? So, warte mal. Ich krieg die jetzt hier gar nicht stimmungsvoll aufgerissen. Was ist denn da los? Ach doch. Ich muss sie erstmal vorab lösen. Wie gesagt, ich hatte sie ja noch nicht offen. So. Eierdeit aus. So. Okay, Lieben. So. Tada! Oh mein Gott! Ich sehe noch nicht viel. Ich sehe nur so viel, wie ihr seht. Oh, da sehe ich schon was zum Saubermachen. Sehr gut. Wartet mal, was steht hier drauf? Time for refresh. Zeit für etwas Frisches. Ach Gott. Da sind mehr Jungfrauen und mehr Männer. Wir gendern natürlich auch bei Francie. Was gibt es denn hier? Ich glaube, da gibt es wieder was zum Saubermachen. Das gefällt. Was heißt wieder? Ne? Wir hatten ja jetzt einmal Wäsche, einmal schöne Dinge und jetzt anscheinend wird sauber gemacht. Ne? Frühjahrsputz. Bin ich dabei. Beim Putzen bin ich immer, ne? Da geht. Ich habe schon wieder Counter Cleaner leer gemacht, ne? Aber ich sprühe das Zeug auch immer auf, weil es hilft, ne? Viel hilft viel. Ein total süßes Spültuch ist das, glaube ich, oder? Was steht da drauf? Ein Schwammtuch. Guck mal, total niedlich. Ja, sorry wieder für das Licht, ne? Es war die ganze Zeit strahlender Sonnenschein. Sobald ich drehen will, zieht es sich zu, wird dunkel am heller Licht. Was heißt heller Licht der Tage? Ich glaube, es ist 16 Uhr. Und ich muss hier das künstliche Licht anmachen, was ja immer nicht so schön ist. Aber wie dem auch sei, ein wunderschönes Spültuch. Man kann es aber erkennen, ne? Richtig niedlich sieht das aus. Ach Gott, die kleine Nacke da ist da drauf, ne? Oh mein Gott, und es gibt Putzsachen. Vorfreude, ihr Lieben. Vorfreude ist die schönste Freude, ne? Weil man malt sich immer in bunteren Farben aus, als es dann schlussendlich ist. Von daher genießt die Vorfreude, ne? Wenn es dann soweit ist, macht euch nicht so viele Hoffnungen, ne? Das war mein Wort zum Montag. Nach dem Wochenende, Leute, ne? Wer mir auf Insta folgt, der weiß Bescheid. War nicht so ein gutes Wochenende, ne? Für mich. Aber ist egal. Wir wollen nicht jammern. Jetzt ist eine neue Woche und der Tag heute lief gut. Lief sehr gut sogar, ne? Lief sehr gut sogar. Ich möchte dich heute nicht so viel mit privaten Dingen voll labern, ne? So, ihr Lieben. Oh mein Gott. Jedenfalls, die Saubermachsachen. Ehrlich gesagt habe ich bisher zum Saubermachen nur den Counter Cleaner. Ich habe mich ja erst gewählt, weil ich dachte, ein Putzmittel für, was, 12 Euro? Es ist unverschämt teuer. Es ist, wie es ist, ne? Butter bei der Fische, wir nennen das Kind beim Namen, es ist unverschämt teuer. Aber, ne, wenn ihr so wie ich ein Club habt und eigentlich alle machen sich früher, oder? Es ist so süß, so viele von euch schreiben immer, Sensi, ich habe mir jetzt auch einen Club gemacht. Man kann, also wenn man Sensi, man kann irgendwann nicht mehr ohne den Club, ne? Man kann irgendwann nicht mehr ohne den Club. Spätestens beim Sortimentswechsel. Benenne, die ganzen schönen Düfte. Und man kriegt ja 10% Rabatt ab 45 Euro, glaube ich, und ab 85 Euro ein Produkt zum halben Preis. Ne? Ich nehme ja immer hier die Wiffbox. Die kostet normalerweise 42 Euro. Ich kriege sie immer für 21 Euro. Schon mal geil, ne? Und dann habe ich auch noch einen Club. Ne? Nummer, ne? Hatte ich euch das letzte Mal ja gezeigt. Das ist jetzt übrigens der monatliche Club, der jetzt gleich kommt. Genau, und da lege ich mir dann meistens, weil ich ja die Wiffbox dann schon immer habe, lege ich mir dann meistens sowas wie einen Countercleaner oder so rein, dann kostet der nur noch
nur noch. Kostet der so viel? Kostet der, steht das irgendwo? Kostet der 6 Euro? 12 Euro? Ich weiß es gar nicht genau, Leute. Ich bin so schlecht in so einem Preisding. Jedenfalls kriegt ihr den da dann praktisch für den halben Preis. Und ich finde, dann geht es noch. Ne? Oder so wie jetzt, wenn es in der Webbox ist. Oder in der Schatztruhe gab es auch ganz viele Reinigungssachen. Ne? Gibt es auch immer noch, wenn ihr da ne, stöbern wollt. Den Countercleaner kann ich empfehlen. Den habe ich getestet. Ich hatte erst irgendwas mit Grapefruit und Evergreen. Das war sowas Tanniges. Das hatte ich zur Weihnachtszeit, Januar. Mega schöner Duft, mega schöner Duft. Jetzt hatte ich Lemon Verbena. Oh, auch riecht nach so einem, ja, nach diesen sauren Würmern. Aber ist jetzt für mich auch dieser saubere, cleane Putzmittel-Moment. Wunderschön. Wird nicht mehr lange reichen. Eine Woche, eine halbe Woche noch. Und dann habe ich jetzt noch Lemon Squeeze in meiner Kammer stehen als Backup. Ja, ich habe noch einen gekauft, ne, weil es. Die Luft wurde dünn, ne? Weil ich mag sie wirklich sehr gerne. Sie machen super sauber. Sie riechen einfach auch so geil, ne? Und die machen Wachs super weg, ne? So Wachsreste, wenn man das Wachs wechselt und einfach dann so ein bisschen Wachsschmier wegmachen will. Geile Sache. So, jetzt zur Box. Es tut mir leid. Ihr müsst mir mal schreiben, soll ich schneller zur Box kommen? Wollt ihr sie schneller sehen? Dann sagt mir mal Bescheid, dann quatsche ich danach vielleicht ein bisschen länger, ne? Für diejenigen, die vielleicht nur die Box sehen wollen. Jedenfalls, es sieht hier aber nach sehr viel Putzmittel aus. Oh Gott, ich freue mich, ne? Fangen wir an mit, dann soll ich euch nochmal näher zeigen. So könnt ihr sie bestaunen. Ich weiß gar nicht, ist das im Fokus? Ich hoffe, ich nehme mal meinen Schädel zur Seite, dann könnt ihr es besser sehen. So sieht das aus, wenn das gute Stück zu euch kommt. Und dann Cloudberry Dreams. Ich muss ganz ehrlich sagen, Cloudberry Dreams und ich sind nicht so krasse Freunde. Jedenfalls, was die Pots betrifft. Ich finde den als Pot sehr intensiv, sehr da. Ich meine, das ist ein Rosenbeerenduft, müsste eigentlich genau meins sein. Ich hatte das Wachs noch nicht warm, ne? Nur mal so. Und als Pot finde ich ihn sehr intensiv. Deswegen liegt er jetzt als Pot nur bei mir einfach nur so und düftet im Kleiderschrank vor sich hin. Dann geht es, dann ist es nicht so krass intensiv. Aber wenn ich den in meinem Mini-Ventilator habe, ist der mir zu heavy, ne? Das ist so eine Stufe überschreitet, wo ich sage, too much, ne? Too much. Und ich mache nur ein so ein Bröppelchen da rein, ne? Ein so ein Ventilator. Aber als Washing Up Liquid Geschirrspülmittel. Da steht es auch nochmal, ich zeige es euch mal, da steht es auch auf Deutsch noch einmal drauf. So sieht das gute Stück auf. Wunderhübsch. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt schon das neue Design oder noch das alte? Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Wartet mal kurz. Ich muss so gucken, ob es was ist nicht wichtig. Ob es was Wichtiges ist, ne? Cloudberry Dreams. Kann ich das hier gleich aufmachen? Nee, es ist jetzt zu. Aber ich habe auch gerade noch ein anderes Spülmittel. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht auf. Ja, Cloudberry Dreams ist ein Rosenbeerenduft. Und wie gesagt, im Pott sehr intensiv. Aber von dem Wäscheding hat er mir wieder ganz gut gefallen. Da war er ein bisschen sanfter. Ich gucke mal, wie sich das Schätzchen hier macht. Ich werde euch natürlich in meinem Aufgebrauch berichten. Allerdings in dem Haushalts-Beauty-Aufgebrauch. Da zeige ich euch diese Haushaltssachen immer, wenn die leer sind. Aber ich quatsche auch so mal drüber oder zeige es in meiner Story. Ja, habe ich Spülmittel. Würde ich mir nie zum regulären Preis kaufen. Nur mal so by the way. Ne, wir wollen ja, ne, ich sag euch ja, wie es ist, weil es mir zu teuer ist. Ist halt nur ein Spülmittel. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich es habe, ist es der Shit. Und wie gesagt, in der Schatztruhe, ne, zum halben Preis oftmals. Dann haben wir den Bathroom Cleaner in Coastal Sunset. Da gab es doch, das war doch der Duft, ne? Letztes Mal in der Whiffbox als Scent Circle. Fand ich wunderschön. Und den Bathroom Cleaner habe ich auch noch nicht. Den Badreiniger, ne? Den Badreiniger hatte ich noch nicht. Oh, bin ich sehr gespannt zu testen. Und der Duft ist wunderschön. Und jetzt so für Frühling, Sommer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oh, da freue ich mich mega. Den können wir auch gleich zusammen aufreißen, wenn ihr möchtet. Den werde ich nämlich gleich in Benutzung nehmen, ne? Ich habe nämlich, bin ich ganz ehrlich, ich habe so ein Reinigungsmittel. Ich krieg's nicht auf, Leute. Wir können es nicht zusammen in Benutzung nehmen. Dann müsste ich jetzt meine Aufstehen und meine Schere holen. Soll ich aufstehen und meine Schere holen? Ich stehe mal kurz auf und hole meine Schere. Wartet ganz kurz. Zack.
So, ihr Lieben, wartet. Wir schneiden das mal auf. Ich habe nämlich gerade so einen Badreiniger, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden. Ob ich den nun darauf sprühe oder ein Tänzchen aufführe, ist Jacke wie Hose. Ne? Da passiert gar nichts. Deswegen putze ich meinen Bad momentan auch mit dem Countercleaner von Sensi und Scheuermilch. Und Scheuermilch, weil das funktioniert, funktioniert für mich ganz gut, weil ich meine, das sind ja auch Oberflächen und wie gesagt, dann habe ich ja noch die Scheuermilch, so ein bisschen für das hartnäckigere Gedöne und natürlich Kloreiniger. So, ne? Ich sprühe das jetzt nicht ins Klo, ne? Aber ihr wisst so, was ich meine. Einfach so für Armaturen und so. Und da funktioniert für mich der Countercleaner auch ganz gut. Dem, wie gesagt, Bathroom-Reiniger hatte ich jetzt noch nicht. Kann ich jetzt gleich benutzen. Und meinen Countercleaner ein bisschen schon für das, was er eigentlich machen soll, ne? Das Normanverschluss. Habe ich euch das gute Stück jetzt eigentlich schon mal gezeigt gehabt? Ja, habe ich euch schon in die Kamera gehalten, oder? Wenn nicht, zeige ich es euch gleich nochmal. Hi, das... Ja, es ist jetzt... Zum Glück habe ich keinen Nagellack drauf, ne? Sonst wäre der jetzt... Hätte sich jetzt auch mal erledigt gehabt, das... Ach, kennt ihr das, wenn ihr so eine Schutzzwieselchen habt und denkt euch, meine Herren, wenn man es hätte zulassen sollen, dann schreibt es rauf, ne? So, okay, ich habe es geschafft. Oh, der ist so, so schön, so eine richtig schöne, wässrige, tropische, leicht fruchtige Kokosnuss. Oh, der ist auch, hat auch noch so einen kleinen Parfümeinschlag. Der ist nicht zu vergleichen mit dem Crazy Coconut, den ich jetzt gerade von Tizzy gedüftet habe. Der aus dem Bring Back My Bar, der ist mir too much Kokosnuss. Aber erzähle ich euch ja mal, angedüftet und aufgebraucht. Oh, sehr, sehr schön, meine. Also macht ihr das Teilchen ja so rein. Ist logisch, ne? Muss ich das dazu sagen, dass man das da so reinmacht? Eigentlich nicht, ne? Es ist da selbst. Ich habe es noch jetzt nochmal dazu erzählt. So, ihr Lieben. Zack, könnt ihr das so formschön in Form bringen. So, dann habt ihr das da drauf. Sprüh, sprüh. Und dann geht's los. Coastal Sunset. Sehr geil. Freue ich mich. Haben wir es gleich zusammen in Betrieb genommen. Freue ich mich mega. Mein Gott, das wird so hübsch an meiner Kammer aussehen, ne? Wenn das alles so da... Ach, nimm da nicht hin. So. Und dann, wie soll das anders sein? Haben wir natürlich noch einen Countercleaner in Make a Splash. Oh mein Gott, ne? Ich drehe durch. Ja, freue ich mich mega, mega, mega drüber. Aber... Der wird noch zu bleiben, weil erstmal mache ich natürlich meine, die ich jetzt habe, alle. Und dann werde ich erstmal Lemon Squeeze anbrechen, weil das passt eher so für mich in den Frühling. Und der ist hier wirklich so Sommer, ne? Der schreit für mich Sommer, deswegen wird die Duftrichtung noch ein bisschen zu bleiben. Aber wie gesagt, von der Performance liebe ich die Countercleaner von Sensi. Mega, mega, mega. Oh mein Gott, ne? Das sieht so richtig schön aus. Sowas. Also, ich sage euch gleich, mit dem Duft des Monats sind sie sparsam. Oder ist es der Duft des Monats? Hey Tiger Lily? War das der Duft des Monats? Ich google die Angelegenheit mal ganz kurz. Was war denn Duft des Monats März? Duft des Monats März Sensi. Okay, gucken wir mal. Ah, nee, ist ein anderer. Doch! Doch, das ist der Duft des Monats. Hey Tiger Lily. Oh mein Gott, wie cool! Und welcher war jetzt aus dem Februar? Den Februar-Duft habe ich nicht, ne? Weil irgendwie gab es ja früher immer diese geile Probe. Und seit es die nicht mehr gibt, bin ich total verwirrt, was jetzt Duft des Monats ist. Ach! Ignoriert den kleinen Aussetzer einfach. Ignoriert ihn einfach! Also, im Januar war es Sun Ripened Berry. Im Februar war es Sunburst Bamboo, bei dem ich mich letzte Mal so gefreut habe. Ach, dann ist der jetzt immer im Full Size drin, ne? Das wäre noch geiler, ne? Jedenfalls ist das, Hey Tiger Lily ist der Scent of the Month von, der Duft des Monats von März. Und der ist auch in der Whiffbox. Das ist mega. Kriegt man den jetzt immer so, das ist natürlich cool. Das finde ich mega, weil letztes Mal... Doch, im Januar war Sun Ripened Berry drin. Ach Quatsch, man hat immer den für den nächsten Monat bekommen, ne? Sowas. Aber wenn ich denn immer den aktuellen Duft des Monats im Monat kriege, komme ich damit auch klar. Ist der Bescheid, ne? Ist okay. Nehme ich auch.
ist in Ordnung, ne? Weil in der Januar-Box war der Sun Ripened Berry als Bar drin. In der Februar-Box war der Sunburst Bamboo. Und in der März-Box ist der Hey Tiger Lily drin. Sie hat's, also für diejenigen, die jetzt auch ein bisschen länger gebraucht haben, so wie ich. Jetzt haben wir es aber, ne? Jetzt haben wir es aber. In der aktuellen Wurfbox ist immer der Duft des aktuellen Monats. Schauen wir mal, wir beobachten das mal. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich alles erwischt habe. Man möchte ja nichts übersehen. Ne? Man möchte ja nichts übersehen, aber ich habe alles. Wir stellen mal die Box zur Seite. Zack, das war sie. Das ist mega, eine geile Box. So, wir machen es mal auf. Zack, und entfernen die ominöse Schutzfolie. Tada. Oh, okay. Er riecht schön. Er hat auf alle Fälle einen Waschmittelmoment für mich. Ein Orangenmoment, was orange, orangig, saftig, süßes. Und aber auch noch einen floralen Moment. Jasmin, Lilie, sowas in so einen frischen floralen Moment. Ich muss gucken. Er könnte mir in der Lampe too much werden. Kopfschmerzmäßig, weil es schon, weil auch durch diese frische Wäsche, ich muss gucken, aber gefällt mir jetzt erstmal ganz gut. Ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, geht überhaupt nicht, aber hat auf alle Fälle so einen frischen, sauberen Moment, ja, orangig, fruchtig so ein bisschen und dann kommt aber oben drüber auf alle Fälle Jasmin und Lilie. So richtig floral. Jo. Ist schön. Der Hey Tiger Lily. Ich weiß jetzt nicht, ob er in den Club müsste. Ich glaube nicht. Aber ich werde ihn austesten und es euch wissen lassen. Ne? Der Sunburst Bamboo ist im Club. Immer im dreimonatigen. Nur mal so zur kleinen Info. Ja, ihr Lieben. Geile Box, oder? Wie gesagt, wenn ihr so einen Club habt, könnt ihr das ja so hindrehen, dass ihr die für 21 Euro bekommt. Und für 21 Euro das Spülmittel, den Bathroom Cleaner, den Counter Cleaner, Hey Tiger Lily das Bar, den Scent of the Month und dieses Spültuch. Obwohl, ich glaube, das Spültuch ist immer nur so ein Goodie Gag. Ist okay, oder? Wenn man bedenkt, dass ein so ein Teilchen schon 12 Euro kostet. Ja, ich bin durchaus angetan. Wartet mal kurz, ich räume mal ganz kurz in die Box, weil wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir uns jetzt gleich angucken, ne? Antun tun wir sonst nicht, wir gucken uns an, ne? So schlimm ist es nicht. Also, die Box war sehr schön, gefällt mir auch, kann ich auch sagen, mega Box. Gerade wer auch so diese Putzprodukte liebt oder mal austesten will, da ist die Box wirklich geil, ne? Da ist die Box wirklich super. Schmeißt sie euch in den Club, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dann ist sie echt cool, ne? Dann lohnt sich das auf alle Fälle. Ich trinke mal einen Schluck und dann wenden wir uns der All Is Well Collection zu. Ich weiß, die ist ja jetzt schon nicht mehr so neu, ne? Es kommt ja jetzt schon die Oster Collection und kam noch irgendwas raus? Ne, die Oster Collection jetzt, ne? Ach, und diese Catching Rays Collection, ne? Diese Regenbogen Kollektion. Aber ich lege die mir halt immer in den Club und dann kommen die halt immer erst mit beim Club. Aber ich denke, das ist in Ordnung, ne? Das ist in Ordnung. Ein paar haben sie schon angeschnuppert, aber wir schnuppern sie auch nochmal zusammen an. Ne? Weil jede Nase ist ja anders, ne? So, ihr Lieben, dann fangen wir mal an mit der. Warte mal, ich zeig euch die mal hier so hübsch, ne? Mit der All Is Well, mit dieser Vitamin C, keine Ahnung, Vitamin E Reihe. Ich habe All Is Well Collection steht da drauf, ne? All Is Well Wax Collection, jo. Wird schon stimmen, ne? Und sie wissen nicht, was sie tun. Dann fangen wir mal an mit Vitamin S Soothes. Das würde ich mal sagen, ist etwas Aquatisches, ne? Dem Label nach zu urteilen. Ich finde die Labels übrigens auch sehr schön. So schlicht, minimalistisch, ne, mit diesem Bildchen immer drauf. Sehr, sehr schön. Blaues Wachs, auch eine sehr schöne blaue Wachsfarbe. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich liebe ja aquatische Düfte. Wenn sie nicht so herb und säuerlich stechen sind. Und wenn ich sie aufkriege, ne? So. Zack. Ach.
erinnert mich total an Rain von Village Candle. Hier ist vielleicht die Zitrusnote, hier ist das Zitrische ein bisschen mehr im Vordergrund. Aber ansonsten ein sehr blauer, sehr aquatischer, sehr wässriger Duft mit einer leichten floralen Unternote. Er hat so ein bisschen was Herbes, aber das was Weichherbes, macht das Sinn? Und dazu kommt eben noch diese zitronige Note. Und irgendwie hat er so was Sanftes. Cremig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er hat irgendwie so was Sanftes, Beruhigendes. Ja, doch. Mag ich ganz gerne, glaube ich. Ist jetzt aber auch nicht das Rad neu erfunden. Aber es ist ein schöner, aquatischer, leicht floraler, zitrischer Duft. So zum Runterkommen, Abkühlen und mal wieder so frische Luft reinbringen, ne? So einen frischen, ne? Durchpuster zu haben, ist der, glaube ich, ganz nice. Und er kommt mir im Wachs auch relativ intensiv vor. Also ich glaube, den kann man auch ganz gut wahrnehmen, den Vitamin S. Dann haben wir als nächstes Vitamin ja, Relax. Das ist auch ein bisschen kompliziert, ne? Ist ein bisschen kompliziert. Auch wieder ein sehr schönes Label. Orange, ach, ich wollte euch auch das Wachs zeigen. Orangefarbenes Wachs. Der erinnert mich so sehr an meinen geliebten Graduation. Aber er ist zuckriger. Ja, schon so ein bisschen in die Perfect Day Autumn Romance Richtung. Das auf alle Fälle. Da ist Sandelholz drin. Vielleicht auch wieder dieses ledrige Velourleder. Parfümig, cremig. Und er hat aber noch so einen hellen, leichten Zuckermoment. Er ist nicht ganz so dumpf wie diese anderen drei, sondern ist so ein bisschen heller und leichter. Aber der ist bestimmt, da muss Sandelholz drin sein, weil der auch halt auch dieses leicht parfümige Amber-Sonnenuntergangs-Feeling hat. Oh mein Gott, ist der schön! Oh mein Gott, ist der wundervoll! Oh, bitte, 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 lass ihn intensiv sein. Bitte, 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 lieber Sensi-Gott, lass ihn intensiv sein. Dann kommt er in den Club und dann wird er da nie mehr rauswandern. Ach, Leute, ist der traumschön. Ist der wundervoll. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier gerade so echauffieren muss, aber er hat mich sofort an meinen geliebten Graduation erinnert. Da ist bestimmt sein Holz drin, Moschus. Oh ja, er ist wundervoll, er ist wirklich relaxed, ne? Er ist wirklich relaxing. Oh mein Gott, ja, der kommt auf alle Fälle. Ich bin zur Sicherheit in den Club, ne? Da kann ich schon noch ein zweites Mal von haben. Und dann schauen wir mal, ne? Der wird ganz bald. Der kommt gleich mit auf die, ne, Fotoliste, weil ich muss ja meine Düfte essen. Ist auch ein bisschen kompliziert, aber ich muss auch meine Düfte erstmal fotografieren, ne, für Insta. Und dann erst kann ich sie düfteln. Der kommt aber auf alle Fälle mit auf die Liste für ein Fotoschen, ne? Der kriegt auch bald ein Foto. So, dann haben wir hier als nächstes Vitamin U Unwind. Ich finde den Namen ein bisschen komisch, aber gut, was ist da drauf? Seife. Da wird Seife gemacht. Seife mit Honig. Ach ja, steht da. Ist da auch irgendwas zu sehen, was da drauf ist? Nee, nur eine Tasse und ein Buch. Das wird ja schwerlich drin sein. So, ich zeige euch das mal. So sieht das Label aus. Auch wieder minimalistisch und schön. Rosanes Wachs. Schauen wir mal.
Nee. Nee, der riecht gut. Aber was heißt unwind? Aber total anders, als ich gedacht habe. Der riecht total nach Kaugummi. Nach Bubblegum. Der riecht... Entschuldigt. Kennt ihr diesen Esskaugummi, diesen Flausch? Das war früher, als ich Kind war, war das in so einer blauen Tüte. Und das war wie so ein pinker Flausch-Kaugummi. Den hast du so ein bisschen, konntest du wie so abreißen und dann essen. Und dann wurde das so ein Kaugummi, so ein wisst, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und so riecht der. Der riecht mega fruchtig, beerig, Erdbeere, Himbeere. Hat aber auch einen leicht zitrischen, ist es Zitrone, weiß ich nicht, vielleicht Orange, irgendwas Spritziges noch mit dabei. Aber auch total zuckrig und süß und ja, so Kaugummi-mäßig, ne? Oh, der ist schön, der ist richtig, richtig schön. Ja, ja doch, das ist eine Bubblegum-Note mit so einer leichten, so ein beeriger Bubblegum mit einer leichten Zitrusnote. Das macht ihn so ein bisschen, so nicht ganz so klebrig, sondern so ein bisschen spritziger und leichter und schöner. Oh yes, oh ja, der ist, oh ja, ne, oh mein Gott. Ja, gefällt mir das Label. Hat jetzt für mich gar nichts damit zu tun. Vielleicht ist da Honig. Vielleicht ist Honig drin. Ich habe keine Ahnung. Für mich, die Nase riecht, was die Nase riecht, ne? Ist in Ordnung. Nehme ich. Könnte ich auch vielleicht in meinen Club legen. Mal gucken. Ach Gott, wenn das so weitergeht, ne? Ist nicht gut. Ah, Inhale. Oh, ein sehr schönes Label. Ein sehr, sehr schönes Label. Auch wieder grüne Wiesen und Blumen. Grünes Wachs. Ich erwarte einen grasigen grünen Duft. Oh ja, der riecht für mich nach Sauna. Der riecht so krass nach Sauna. Der riecht nicht nach frisch geschnittenem Gras, auf gar keinen Fall. Aber er ist sehr grün. Er ist sehr grün, er ist sehr frisch und er ist sehr krautig. Ist da vielleicht auch ein bisschen Zitronenmelisse drin? Er riecht so krass nach Sauna, nach so einem richtigen schönen Saunaaufguss. Ja, einfach sehr, sehr krautig. Ich kann euch das nicht sagen, was für Kräuter das sind. Echt nicht. Ich schreibe euch ja die Duftbeschreibung hin. Bestimmt ist da irgendwas drin. Sehr grün, sehr frisch, sehr krautig. So ein richtiger, doch wirklich so ein richtiger Spa-Sauna-Duft. Aber auch nicht so herb oder so. Ich bin ja auch so ein bisschen schwierig, ne? Bei so krautigen Düften denke ich auch mal so, aber der ist... Oh Gott, der hat wirklich diesen Sauna-Moment, ne? Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe ja auch Sauna. Und auch wieder ein richtig schöner Frühlingsduft. Also mit der Kollektion, die ist schön. Welche hatten wir denn davor? Die Harry Potter Collection, okay, die ist jetzt, die ist mal außen vor, ne? Ach ja, die Valentinstags-Kollektion. Ja, die war okay, aber hat mich jetzt nicht umgerissen. Was hatten wir davor? Weihnachten? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm nicht mehr hinterher. Ich weiß es nicht. Ihr wollt nichts, an das ich mich jetzt groß erinnern würde. Oh, aber der ist Sauna. Der ist Sauna pur, Leute. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Grünes Wachs hatte ich euch gezeigt, ne? Und der letzte im Bunde, der Meditate. Oh mein Gott, ein sehr schönes Label, ne? So ein Sonnenuntergang. Und dann habt ihr hier so ein fliederfarbenes, mauffarbenes Wachs. Würde ich jetzt mal so rein von der Optik sagen, Lavendel. Das ist was mit Lavendel, ne? Alles, was so die Farbe hat, ist mit Lavendel.
Okay, der erinnert mich an irgendwas. Der erinnert mich an irgendwas oder an irgendeinen Duft. Ist das irgendein Duschbad oder so? Also ich glaube schon, dass da Lavendel drin ist. Ich weiß es aber nicht. Ist da auch Gurke drin? Hat irgendwas Frisches? Irgendwas leicht. Irgendwas wässrig, aber irgendwie herbes? Der gefällt mir jetzt erstmal so im Kalten nicht so gut. Ja, der ist irgendwie herb, wässrig, grün. Lavendel, ich weiß gar nicht, ja. Irgendwas Krautiges, so ist da noch mit dabei. Juckt. Aber irgendwas stört mich da. Irgendwas ist da nicht richtig. Kalt würde ich jetzt sagen, der Meditate ist nie so meins. Nee, vielleicht entwickelt er sich noch in der Lampe anders. Weiß man ja nie. Aber jetzt so auf dem kalten Schnupperer würde ich sagen, also der ist nicht so. Die hier sind, ne, also der ist der absolute Oberkracher, der Relax. Danach kommt der Unwind und dann kommt der Inhale. Dann kommt der Thuse, wie auch immer, auch ein sehr schöner Duft, den muss ich gucken, aber ja, der ist halt so ein bisschen wie der Village, ne, also wie der Rain von Village, ist jetzt für mich jetzt nicht so was bahnbrechend Neues. Und als letztes kommt der Meditate. Ist jetzt kein Stinker, aber auch jetzt nicht, dass ich sage. Warte mal, doch, das ist mal so. So, ist mein Ranking. Ist jetzt aber auch nichts, was mich umreißt, ne? Ja, ist aber eine schöne Kollektion. Muss ich wirklich sagen, sind sehr schöne Düfte dabei. Und der Relax ist ja shit, ne? Dieses Zuckrige da. Oh, Zuckrige. Eieieiei. Na gut. So, meine Lieben, das war die All is Well Collection und ich würde sagen, wir machen gleich weiter, denn wir haben noch ein bisschen was, ne? Und ich habe so das Gefühl, meine Kamera hat mir auch eben gerade gesagt, dass ich schon eine ganze Weile quatsche, ne? Dass ich schon eine ganze Weile am Schnattern bin. Also machen wir gleich weiter, ne? Mit den Disney Bars. Ich zeige euch erstmal die, die jetzt nicht ganz so spannend sind, die ich schon ein paar Mal jetzt im Club hatte und einfach geil finde und deswegen nochmal geliefert bekomme. Und zwar von Disney, der Season of Magic. Das ist ja mein absolut liebster Tannenduft, weil er halt, lass ihn jetzt auch zu, ich schnüffel nur dran. Oh, hat so eine grüntannige Note, überhaupt nicht Pinie oder ätherisch oder säuerlich. Und der hat aber noch so einen zuckrigen, süßen Moment. Oh, diese zuckrige Note, leicht cremig, liebe ich. War dieses Jahr mein liebster Tannenduft und deswegen ist er im Club. Ich glaube, ist jetzt mein drittes Backup. Vielleicht lasse ich ihn noch eine Runde drehen. Mal gucken. Und dann habe ich aber, glaube ich, auch erstmal genug davon. Dann habe ich hier Air of Adventure. Ich hatte ihn, ehrlich gesagt, noch nicht warm. Aber ich finde die Serie so schön und ich mag das Wachs und das Label. Und den Duft kalt finde ich auch sehr schön. Und der ist ja jetzt schon raus, ne? Und deswegen habe ich ihn jetzt nochmal am Club gelassen, weil ich dachte, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Also habe ich halt zwei Bars von hier, werde ich schon alle kriegen. Ich werde ihn jetzt aber ganz bald mal testen, damit ich weiß, ob er weiterhin im Club bleiben soll oder ob er rausfliegt. Wisst ihr Bescheid. Das ist übrigens Air of Adventure, The Mandalorian, so ein Star Wars Ableger. Duft. Nach was riecht der? Der hat so was Grünes. Was Grünes, leicht Krautiges, Frisches und auch irgendwie was Süßliches mit dabei. Ich hatte ihn aber noch nicht warm. Dann haben wir hier diesen neuen Disney-Duft, Big Hero 6. Would you like... Ach, es gibt jetzt auch diesen Rot, ne? Diesen Panda. Ich habe den Film gesehen, der Film ist zum Schreien lustig. Ich saß hier auf dem Sofa und habe mich weggeschmissen. Weggeschmissen, der Film ist mega lustig. Natürlich wird auch das Bar einziehen, ne? Natürlich in meinem nächsten Teddy-Video ist auch das Bar dabei, ne? Kann ich schon mal ankündigen. Aber jetzt geht es erstmal um den Would You Like a Hug, um diesen Baymax-Duft. Den Film habe ich nicht gesehen, aber fix mich jetzt nicht so an. Der Räubersmann hatte bisher auch keinen Bock drauf. So, ist auch noch ein bisschen viel für ihn.
Ach ja, rotes Wachs. Ich habe gehört, er soll sehr, sehr süß sein. Sehr, sehr süß und künstlich. Schauen. Ui, meine Güte. Oh ja, er ist sehr, sehr süß und sehr, sehr künstlich. Gefällt uns das? Irgendwie finde ich es geil. Aber er ist echt krass süß, ne? Ich glaube, ich lege ihn erstmal in den 3-Monats-Club und schaue dann mal. Wenn es noch geht, heißt das natürlich, ne? Er hat mich auch wieder in irgendeine Süßigkeit. Er ist sehr süß, sehr künstlich, so eine richtig krasse, künstliche Erdbeere. Es gibt so eine schaumigen Erdbeeren. Sowas in die Richtung, der ist wirklich sehr süß, sehr zuckrig. Der hat schon fast ein bisschen was Herbes von dieser Künstlichkeit, weil der so übertrieben ist. Aber irgendwie stehe ich auf diese Erdbeernote. Ist das Erdbeere oder Himbeere? Ich würde sagen Erdbeere. Irgendwie hat das was. Irgendwie hat das was. Den muss ich auch bald mal testen. Oh Gott, was ich alles testen will. Oh, Sensi haut aber auch immer so viele Düfte raus. Ne? Das ist aber auch ein Elend. Und der Body von diesem Panda ist so niedlich. Ich bin ja sowieso immer mit mir am Ringen. Ne? So ein Body, so ein Winnie-Pooh für den kleinen Pooh-Bären. Aber ist mir zu teuer. Nee, irgendwann ist auch mal genug. Irgendwann ist Schluss mit lustig, ne? Irgendwann ist Schluss mit lustig. Und dann durfte natürlich von Disney der Cinderella durfte Happily Ever After einziehen. Die Kutsche, da gelüstet es mich kein bisschen nach. Ist mir, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack, ist mir zu kitschy, ne? Ist mir zu kitschy. Weil sie passt null in meine Einrichtung, weil ich bin ja eher so ein bisschen so, weniger ist mehr. Bei der Einrichtung bin ich eher so, ne? Bei den Düften ist das anders, aber bei Einrichtung ist das eher so. So ein bisschen eher so Natur und gedeckt und, ne? Und die Cinderella-Kutsche passt halt 0,0 hier bei mir rein. Die ist mir auch viel zu teuer. Bisschen kitschy, weil ich bin ja auch ein bisschen älter. Keine Ahnung, dem Räuber kann ich sie nicht ins Zimmer stellen, weil erstens interessiert er sich nur für Cinderella und zweitens eine Duftlampe im Kinderzimmer ist einfach meine Meinung, gehört da nicht hin, weil sie ist auch teuer, er spielt ja, er wirft mit einem Ball und schwupp ist das teure Ding kaputt. Also jedenfalls geht es bei uns im Kinderzimmer so zu. Schlafzimmer, weiß ich nicht. Ich finde Cinderella schön und ich weiß auch nicht. Nee, auf die Kutsche habe ich schon Bekämpfung, um das Ganze mal abzukürzen. Aber natürlich musste ich den Duft haben. Ne? Ich zeige ihn euch nochmal, jetzt habe ich so viel geschwatzt. Blaues Wachs. Voll geil, dass sie ihn wieder gebracht haben. Ne? Ich denke auch, dass der im Club landen wird. Ich würde ja so gerne mal, dass sie den anderen, den Bell-Duft, ne? Diesen Rosenduft, Enchanted Rose, der ist ja in meinem Nachtkästchen. Die liebe Caro hat ihn mir ja überlassen, Sugar Pearl 84. Ich traue mich nicht an, so weiter zu benutzen. Es fehlen bisher nur 2 Brocken. Ich traue mich nicht. Und das gibt es ja nicht und den muss es geben und dann kann ich die düfteln, aber der ist so wundervoll. Ne? Ach, naja, mal gucken. So, wir gucken mal, wie Cinderella riecht. Oh ja, sehr schön. Cinderella ist genau meins. Wenn es geht, werfe ich mir den noch in den Club. Ich bin ein bisschen hinten dran, ne? Ich muss mich heute Abend mal in meinen Club setzen, aber es ist einfach so viel zu erledigen gerade. Oh ja, der hat auf alle Fälle so einen Weichspüler-Waschmittel-Moment. Aber ganz weich, ganz cremig, unfassbar floral. Aber nicht so, ihr steht in einem Blumenladen floral, sondern eher so Blüten, süße Blüten. Ja, süße Blütenblätter. Und dazu dieser saubere Weichspüler, parfümige Waschmittelmoment. Erinnert mich an irgendeinen Weichspüler. Oh ja, der ist schön, der ist genau meins, ne? Hoffentlich performt er gut. Sehr, sehr schön. Label ist traumschön. Cinderella wäre vielleicht auch so ein klitzekleiner Club. Mein Gott, der Club wächst und wächst. Ne? Es ist ein Elend. Ich sag's euch, es ist ein Elend. Okay, dann waren das jetzt die Disney-Düfte. Wir machen sofort weiter. Und zwar mit, ach, ich sehe gerade, das sind alles blaue Düfte. Ist ja witzig, ne? War aber ein Zufall. War jetzt nicht von mir geplant.
einmal nochmal den Arctic Kiss. Er liegt ja eigentlich im 3-Monats-Club, aber es dauert halt so lange, bis der wiederkommt. Weil ich den wahrscheinlich... Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal aussetzen, den 3-Monats-Club, weil ich habe erstmal alles, was ich aus dem Club brauche. Aber von Arctic Kiss hätte ich dann nur ein Bar gehabt. Und ich dachte mir, das ist, glaube ich, zu wenig, weil ich liebe den Duft. Deswegen habe ich mir den jetzt einfach noch einmal schicken lassen. Der kommt dann aber raus aus meinem einmonatigen Club, weil er ja im 3-Monats-Club liegt. Einfach ein süßer, frischer, cremiger, leicht minziger Duft. So frisch und der ist einfach toll. Kalt hat der was säuerlich penetrantes für mich. Kalt finde ich ihn echt nicht geil. Aber wenn man den warm macht, Leute, gibt ihm warm eine Chance, dann ist er wundervoll. Wundervoll. So wundervoll, dass meine Eltern mir gleich einen Bar gestohlen haben. Wisst ihr Bescheid? Dann ist leer geworden und es musste sofort. Es durfte eigentlich auch nur leer werden, weil es schon im Club lag und ich wusste, es kommt Nachschub. Mein über alles geliebter Luna, ne? Musste nachgeordert werden. Ich liebe Luna im Schlafzimmer. Ist auch schon offen, weil meine Mutter musste mal dran riechen, weil... Luna ist Perfektion, wirklich. Luna ist Perfektion. Ich habe sie als Handcreme. Ich habe es als Körperspray. Ich habe es jetzt als Handseife, weil Luna als Bar... Luna ist Perfektion. Als Sand Circle. Der ist einfach sowas von wundervoll, floral, parfümig, feminin, lieblich und doch hat er so einen mystischen, geheimnisvollen Moment. Und auch irgendwie was ganz dezent Pudriges. Ich liebe Luna und ich nehme Luna auch sehr gut wahr. Meine Nase irgendwie steht auf Luna. Auch hier im Wohnzimmer 2 Brocken. Wenn ihr Luna noch nicht kennt, da verpasst ihr was, Leute. Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Nee, das ist alles gut. Und dann noch, weil ich bin Fan, ich zeige euch ihn mal. My Dear Watson. Ich bin hier so bläulich, grünes Wachs. Nee, so grünlich, ne? So ein bisschen grün-blau, wie auch immer. My Dear Watson. Ich bin großer Sherlock Holmes Fan. Ich habe alle Bücher hier. Ich habe sogar diese neu erschienenen. Ich habe alle Filme gesehen, also die ganz alten, dann diese mittelalten, ne, mit Robert Downey Jr., obwohl habe ich da alle gesehen, fand ich nicht ganz so geil. Oh! Bleibt mal hier bei mir, ne? Nicht abschmieren. Okay, ihr Lieben, zum Glück ist die Mama so reaktionsschnell. Na, mein Gehirn, habt ihr die Reflexe gesehen? Unfassbar, ne? Na, wenn man so einen kleinen Räuberjungen zu Hause hat, da muss man immer mal schneller zugreifen, ne? Da muss man schon aufpassen, damit einem hier nicht alles, ne, zu Bruch geht. Das habe ich gerade gesagt, ja, und ich liebe natürlich, ich liebe die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Oh mein Gott. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, eine ganz, ganz, ich bin ja schwierig, was ihr ihn angeht, ne, aber diese Serie ist unfassbar gut, wie die beiden zusammen harmonieren, das ist unfassbar. Ich liebe die Sherlock-Serie und auch, wie es in London so spielt und die Musik und ach, das Feeling, das Flair dieser Serie. Moriarty, einfach alles. Ne? Und ich habe auch die amerikanische Serie gesehen mit, na, wie heißt sie, mit Lucy Liu, heißt sie so? Lucy Liu? Ich glaube, so heißt sie, oder? Diese wunderhübsche Chinesin? Wie heißt sie denn? Lucy Liu? Sie hat auch bei Drängel für Charlie mitgespielt. Ich glaube, so heißt sie, ne? Und wie heißt er? I don't know. Jedenfalls auch eine ganz, 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 ganz fabelhafte Serie. Habe ich auch geguckt, ne? Jedenfalls Sherlock. Ich liebe Sherlock. Nur mal, um das Ganze hier abzukürzen. Deswegen durfte My Dear Watson mit... Folie drauf. Klar, hab ich auch nicht abgerissen, ne? Hab ich noch nicht dran gebrochen. Das ist ein bisschen verwirrt, die Gute, ne? Alles gut. Oh, okay. Ja, er ist maskulin. Ne? Darüber brauchen wir jetzt My Dear Watson, das ist schon, ne? Es ist ein maskuliner, ein parfümiger Duft, auf alle Fälle.
maskulin parfümig. Duschbad würde ich nicht sagen. Aber er hat noch irgendwas leicht Herbes, Florales? Ein bisschen aquatisch? Holziger? Moment, ich kann es gar nicht genau sagen. Aber irgendwie hat er was Spannendes. Irgendwie hat er... Seid ihr jetzt durch das ganze Geraffel hier ein bisschen schief? Naja, wie dem auch sei, ne? Es tut mir leid. Irgendwie aber auch was Süßes. Ich bin sehr, sehr gespannt auf My Dear Watson. Es hatten ja so viele geschwärmt von diesem Duft. Deswegen musste er mal mit, damit ich auch mal schnuppern kann. Ne? Ich konnte nicht widerstehen. Er musste mit. Er musste mit, allein schon wegen dem Namen, ne? My Dear Watson. Man ist ja auch irgendwo ein Opfer, ne? Man ist ja irgendwo ein Opfer, sonst würde man nicht so viel Geld für Duftwachs ausgeben, ne? Wisst ihr Bescheid, ja? Wir haben ja zum Glück hier alle das gleiche kleine Problem, ne? Von daher ist alles gut, ne? Hier ist geschützter Bereich, ne? Hier ist es in Ordnung. So, ihr Lieben. Das war Wiffbox, mein Club. Einmonatiger Club. Haben wir es jetzt? Jetzt war richtig, ne? Das letzte Mal war richtig, meine Herren. Und jetzt zeige ich euch, was in der Schatztruhenbestellung mit musste. Ja, ich bin dezent eskaliert. Die Schatztruhe wurde aufgefüllt. Sie wurde mit richtig geilen Dingen aufgefüllt. Und es sind auch immer noch richtig geile Dinge da, ne? Wie gesagt, ich habe immer bestellt. Aber Geschenke. Hatte ich ja schon erzählt, zu Anfangs, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr, ne, guckt rein, weil ich sag auch gleich mal, warum ich so viele vor diesen kleinen, niedlichen Handseifen bestellt habe, weil diese Größe geht ja jetzt raus aus dem Sortiment. Die Größe geht raus aus dem Sortiment. Die kosten, glaube ich, 6 Euro. In der Schatztruhe haben sie 3 Euro gekostet. Und die neue Größe, die ist größer, kostet 12 Euro. Und 12 Euro von Handseife, da bin ich raus, ne? Da bin ich dann raus, hatte ich ja schon mal gesagt. Deswegen habe ich... Es kommt noch mehr. Habe ich gehortet, dass ich erstmal ausgestattet bin. Vielleicht hat Sensi sich ja bis dahin besonnen und bringt die kleine Größe wieder. Oder so machen wir was in der Wiffbox. Bei 12 Euro für eine Handseife, da bin ich schon raus. Ne? Da bin ich dann wirklich raus. Dann tun es auch die von Goose Creek, die sind auch wundervoll. Ne? Aber für den Preis fand ich das okay. Und sie hat noch richtig schöne Duftrichtungen. Ich mache die jetzt natürlich nicht alle auf. Ne? Ich mache die auf, wenn ich sie dann benutze. Und zeige sie euch dann wieder in meinem Haushalts-Beauty aufgebraucht, wie ich sie fand, ne? Also, es durfte, wen wundert's, dreimal, ich weiß, Call Me Opfer, Luna mit, weil ihr wisst ja schon, ne? Ich liebe Luna und die ist so hübsch und, ja, Luna durfte jetzt ein paar Mal mehr mit, ne? Luna durfte dreimal mit, weil ich liebe Luna, ne? Hatten wir auch gerade das Spa. Dreimal Luna durfte bei der Schatztruhe mit. Dann durfte noch einmal, auch für mich einmal, ich hatte es ja auch für die Erzieherin jetzt nochmal bestellt, hatte ich ja erzählt, ne? Für mich einmal Pink Cotton mit, weil ich liebe Pink Cotton. Ich habe den auch als Handcreme. Ich hatte den auch mal als Wasch, aber auch aus der Wiffbox, also als Probe. Oder habe ich den jetzt auch? Nee, ich glaube, ich habe ihn ja auch als Wash & Whiff, auch aus der Whiffbox, ne? Ist ein sehr schöner Duft. Der hat so einen, ja, hat einen leichten Wäschemoment, sehr sauber, sehr clean, aber der riecht für mich nicht wirklich nach frischer Wäsche. Diese süßen Beeren mit diesem frischen, leichten, unbeschwerten Moment steht für mich im Vordergrund und dann kommt erst die frische Wäsche. Pink Cotton, sehr, sehr schön, überhaupt nicht stechend, überhaupt nicht beißend. Traumschön. Hibiscus Pineapple, ich habe noch keine Ahnung, wie der riecht. Der ist drin, Hibiskus, Ananas und Mandarine. Ich fand nur Hibiscus Pineapple so hübsch, ne? Dachte ich so für den Sommer. Wir gucken mal. In Pink Cotton ist übrigens drin. Saubere Baumwolle, rosa Beeren und Vanillezucker. Also wie gesagt, dieses Cotton-Gedöne rieche ich nur ganz unterschwellig. Und in Luna ist drin. Jasmin, Duftwicke, Beeren und Sandelholz. Ja, shit, Leute. Und dann habe ich hier nochmal Pineapple Coconut Vanilla. Und ich muss euch gestehen, ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn mir auch nochmal als Handcreme geholt. Ich hatte den einmal von Eva,
als Probe und als Handcreme. Oh, war der wundervoll. Als Wachs habe ich ihn kaum wahrgenommen, da hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Aber die Handcreme war so traumhaft schön, dass ich schon ganz lange scharf drauf war. Und jetzt habe ich mir die nochmal gegönnt. Und halt auch die Seife, weil der Duft ist so, der hat so was Säuerliches durch diese Pineapple und aber dann auch noch dieses cremig, weich, süße durch die Kokosnuss, was ist da noch drin? Und eine süße Vanille. Vanille. Es ist so eine ganz runde Kombination. Kokosnuss, Ananas und blaue Feige ist da drin. Geiler, geiler, geiler Sommerduft. Musste auch mit. Go Go Mango, denke ich mal, riecht nach Mango. Mango, Melone, Hibiskus und Bananenblumen. Hatte ich bisher noch nie unter der Nase den Duft. Ist ja auch so ein Klassiker, ne? Von vielen geliebt. Viele sagen, das Wachs ist nicht so intensiv. Wir gucken mal. Ich habe ihn jetzt als Seife. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und dann musste noch mal ein Counter Cleaner mit, weil ihr wisst ja schon, habe ich ja zu Anfang auch schon bei meiner Wiffbox gesagt, ich liebe die Counter Cleaner. Und da durfte mit Ali Water and Cucumber. Ich dachte mir so für den Frühling, Transit zum Sommer, ist ein geiler Duft. Ach, seht ihr, das ist das alte Layout. Und das ist das neue, ne? Jetzt seht das mal so im Vergleich. Das ist ein bisschen langweiliger, irgendwas in der Schatztour rausgeramscht. Ja, klar. Ist ja auch Abverkauf, ne? Ist ja auch Sale. Ich glaube, war auch um die Hälfte reduziert, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wie viel ich gezahlt habe. Jedenfalls brauchte ich einen. Hab ich mir den mitgenommen. Ne? Wenn er schon mal in der Schatztour ist. Es sind aber ganz viele verschiedene, ne? Auch ganz viele Weihnachts-, Peppermint, Tanne, alle. Frucht, alles Mögliche, ne? Guckt vorbei. Und dann durften noch ein paar Bars einziehen. Ich zeige euch erstmal. Ach nee, nur das. Das andere sind alles neue Düfte. Der Freshly Picked. Vielleicht wisst, könnt ihr euch ja noch erinnern, ich liebe den Freshly Picked. Ein wunderschöner, parfümiger, roter, süß-säuerlicher Apfel. Einer der schönsten Apfeldüfte von Scentsy. Deswegen durfte der Freshly Picked mit. Wenn der im Angebot ist, dann schnappe ich nochmal zu. Für nächsten Herbst. Dann habe ich Apple Blossom Breeze, das war auch mal ein Duft des Monats. Ich habe den aber nie gedüftet. Da ist keine Folie übrigens drauf. Ja, und er ist floral ein bisschen und hat aber auch so einen herben, säuerlichen Apfel dabei. Süß, ein roter Apfel. Ich finde ihn ganz nice. So für den Frühling, glaube ich, wird er mir ganz gut gefallen. So ein bisschen, ne? So was Frisches, Leichtes, Florales mit ein bisschen rotem Apfel. Ich glaube, der wird mir gefallen. Dann habe ich nochmal den Twilight Frost mitgenommen, weil der irgendwie Lavendel drin war. Und ich dachte mir so für den nächsten Herbst, Winter, warum nicht, wenn er jetzt schon im Ausverkauf ist. Ich will ihn jetzt nicht aufmachen. Aber ich glaube, er hat was Dunkles. Vielleicht auch ein bisschen Patchouli. Ein bisschen was Erdiges. Lavendel, ein bisschen was Krautiges. Salbei oder so. I don't know. Wir schnüffeln ihn nächsten Herbst, Winter an. Ich will ihn jetzt nicht aufmachen, weil er bleibt ja jetzt noch eine Weile bei mir liegen. Und das wäre nur schade, wenn ich ihn aufreiße. Oder so ist er immer noch ein bisschen geschützter, bilde ich mir ein. Ob es so ist, I don't know. Es ist so ein Gefühl, ne? Manchmal so Feelings. Und dann noch den Apple Cherry Strudel. Das ist auch was für den Herbst, würde ich sagen. Obwohl, wenn ich jetzt mal so richtig in Gebäcklaune bin. Oh ja. Der riecht wirklich wie so ein Plunderteilchen vom Bäcker. Foodie. Wie so ein, man riecht den Blätterteig. Man riecht Zimt, Gewürze. Und man riecht auch so ein bisschen was Fruchtiges. Der ist sehr, sehr geil. Also kalt finde ich den Hammer. Junge, ne? Läuft mir gleich Wasser im Mund zusammen. Also, Foodie-Düfte kann Scentsy schon ganz gut, ne? Aber bei uns bringen sie ja leider immer nicht so viel raus. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich hier nicht so der Markt für. So, ihr Lieben. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Es ist unglaublich, ne? Es ist unglaublich, was schon wieder alles an Scentsy bei mir einziehen durfte. Aber es war halt die Schatztruhe, ne? Wenn ich das hier so wegnehme, ne? Und das war ja die Wiffbox, die zählt ja eigentlich auch nicht. Habe ich mir eigentlich nur ein paar Bars gekauft, ne? Eigentlich nur ein paar Bars. Eigentlich durften nur ein paar Bars einziehen, der Rest ist, der fällt so hinten runter, ne? So sehen wir das einfach mal. Ihr könnt mir gerne sagen, habt ihr auch bei der Schatztruhe zugeschlagen, wie findet ihr diese All Is Well Collection?
Habt ihr die Wurfbox? Habt ihr sie nicht? Liebt ihr auch den Relax so sehr wie ich? Oh mein Gott. Der hat mich so krass an Autumn Romance. Oh, ist wundervoll, er ist wundervoll. Naja, wie dem auch sei, es tut mir leid, bin jetzt hier schon wieder ins Schwärmen geraten. Ja, das waren meine Schätze. Ich würde sagen, eine ganze Menge. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal einziehen wird, ne? Obwohl, eigentlich weiß ich es schon. Wahrscheinlich, wenn nächstes Mal die Oster-Collection wird einziehen. Dumbo wird bei mir einziehen. Also Dumbo. Nur das Bar. Und ich denke mal, einiges von den neuen Sommerdüften. Frühlingssommerdüften. Mhm. Haben wir gut was zu tun im April, ne? Gucken wir mal, was der Oster-Frühlingstechnisch so los ist bei Sensi. Schnuppern wir uns mal so durch. Und natürlich die Biffbox, ne? Okay, ihr Lieben, jetzt ist aber auch, jetzt ist finito, jetzt habe ich lang genug geschwafelt. Wir machen hier mal Schluss. Ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.